Leute haben voll oft in den Chat geschrieben, Waspel. Wer ist das? Ich will mal ganz kurz reingucken. Hey Leute, 2020 ist das Jahr, in dem einfach absolut alles passiert. Willst du das sehen oder nicht? Ich muss kurz durchatmen von diesem riesen Downer, den du da reingejagt hast mit diesem Video gerade. Ich dachte, es wird ein lustiger Stream, aber ich bin richtig unglücklich und ein bisschen zornig geworden jetzt dadurch. Du, wollen wir es an der Stelle einfach dabei belassen? Komm, warte, wir machen noch. Gib mir bitte auch ein Antidot, also ich will ein bisschen glücklich ins Bett gehen. Funny Moment. Nee, warte mal, stopp, was ist denn? Was ist denn Apo-Rap rappt immer noch? Das ist dieser Apo-Rap-Dude, der von eben, Digga. Ja, aber wer hat den Chat geschrieben gerade irgendwas? Leute haben die ganze Zeit Waspel geschrieben, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, lass halt gucken kurz. Okay, ja, komm. Mittlerweile habe ich auch Sommerferien und hänge den ganzen Tag zu Hause rum, weil ich keine Freunde habe. Das heißt aber, dass ich das vielleicht mal wieder ich. Streamen kann und ich auch mehr Zeit habe, mich im Internet nach neuen Opfern für meine Videos umzusehen. Ich bin echt nett. Gleich Stropo. Also habe ich mich mal wieder durch die tiefsten Foren des Internets gegraben. Okay. Also, ich war auf der Trendseite und wurde von einer Lawine der Scheißigkeit überrollt. Also, jedes Mal an jedem Donnerstag bekomme ich Angst, weil Deutschrap wieder droppt. Damit hätte ich rechnen können. Aber tatsächlich habe ich tief versteckt unter der Schmutzschicht der Trends dann doch noch etwas Interessantes gefunden. Ah, okay. Nein, nicht den Typen, der sich fast 200.000 Kommentare gekauft hat. Ah, Digga, dieser Vierer, ein Rapper von TikTok. Ganz, ganz ekliges Thema. Kennst du, da bist du gar nicht im Rap-Game so drin, ne? Null. Es gibt so einen Typ, der heißt Klo144, der zeigt immer so auf, wie halt die ganzen Rapper und sowas von anderen und US-Rappern Melodien und Text und sowas biten und so. Und dieser Vierrad, Alter, was geht? Ich habe mir gestern das Video reingezogen, wo es genau darum ging, ja. Wie Deutschrap ist fresher denn je, wie Eno. Das ist von ihm. Deutschrap ist fresher denn je, das macht er immer so. Genau, habe ich gestern mal angeschaut, wie und gebitet wird. Chlorona, Ehrenbruder auf jeden Fall, fette Shoutout an ihn. Auch auf Twitter sehr aktiv, immer er mir auch reingefolgt, der Bruder. Da hatte ich kurz einen Fangirl-Moment. Ich finde so, wenn so gute Kritiker appreciaten, finde ich immer sehr geil. Jedenfalls er auch diesen Vierrad die ganze Zeit auf dem Kicker und ihm am Haten, dass dieser Vierrad sich halt 180.000 Kommentare aus Pakistan gekauft hat, die halt alle nur sind: Vierrad, yes, Vierrad, Vierrad, good und sowas. Also, das sind halt die Kommentare, das ist halt überoffensichtlich so. Klicks kaufen momentan auch ganz großer Markt, Digga. Naja, reden wir nicht drüber. Meine sind auch alle gekauft. Mit 500.000 Klicks. Ja, ja. Digga, fucking. Justin Bieber hat nicht so viele Klicks, Kommentare. Sehr unauffällig. Sondern den neuen Song von Apo Rap. Den haben wir eben auch gehört. Ja, den gibt's noch. Ich war auch überrascht. Also Apo hat eine wilde Laufbahn hinter sich. Früher war er bekannt als der schillernde König des Schmutzcontents und praktisch jeder kannte seine musikalisch an Folter angrenzenden Songerzeugnisse. Das war eine echt witzige Zeit, als noch niemand meine Videos geguckt hat. Aber nach einem Haufen Videos gegen ihn und einer Anzeige wegen seinem Bombenprank... Der war im Gefängnis 2 Wochen. Ein Bombenprank? Der hat einen Prank gemacht, dass er so eine Tasche mit... So und hat geschrien Bombe und hat das dann. Ist eh saulustig, wenn jemand sowas macht. Oder Allahu Akbar, ein Rucksack. Ich weiß, da muss ich immer so lachen. Haha, kick, ja. Vielleicht war die Zeit damals doch nicht so witzig. Hat er sich wohl eines Besseren besonnen und wechselte seinen Content. Jetzt macht er Fortnite-Videos, für deren Thumbnails er die immer gleichen Gesichtsausdrücke nimmt und einfach nur das T-Shirt umfärbt. Wow. Aber hey, wir wollen fair bleiben. Er hat sich wirklich gebessert. Glaub Mit ich den auch. Katastrophalen Prank-Videos von damals hat das heute nichts mehr zu tun. Ah, The Jokecraft, danke für den Raid, Bro. Mich hat gerade jemand geradet. Das ist so, wenn er jetzt alle seine Zuschauer in den Chat sind jetzt alle in meinem Chat. Hallo, hey Leute, was geht? Und mein Chat, und Bro, mein Chat wieder absolut toxisch am Reagieren, Cringe Army. Lass die Leute in Ruhe. Willkommen an die Leute, die hier neu dabei sind. Kuss an Jokecraft, Dankeschön. Danke. Er spielt da einfach Fortnite. Danke, Jokecraft. Danke. Für alle Neuen, wir schauen uns gerade im Stroppo. Das ist dieser süße. Nein, dieser süße. Der ist süß. Mit dem schauen wir uns lustige Videos im YouTube an. Ja. Mehr auch nicht.
Immerhin keine Bombenpranks mehr. Ja. Aber wie gesagt, die meisten von euch werden ihn wohl kennen und jeder assoziiert ihn mit etwas anderem. Ja, für manche ist er wohl nach wie vor der Assi-YouTuber, der mit seinen Prank-Videos um das Niveau herumgedribbelt ist. Andere sind bis heute noch von seiner Musik traumatisiert. Und für wieder ist andere ist er aus dem Musikvideo, ne? Ja, genau. Einfach nur ein Spaß. Und heute gucken wir uns gemeinsam an, wie und ob sich unser barttragender Sneaker-Liebhaber weiterentwickelt jetzt hat. Bin ich und mal damit auch die jeder Kritik verstanden entspannt, hat, dass gespannt. Ich dieses Video hier absolut ernst meine, empfehle ich schon mal zu Beginn des Videos ein paar Badekugeln zu schnupfen und erinnere euch, dass ich Comedian bin. Anscheinend muss ich das dazu sagen. Manche Leute sind echt doof. Badekugeln schnupft man nicht, du Spast, die raucht man, du Opfer. So dumm, Alter. Die werden zerkleinert in der Pfeife und dann werden die geraucht. Und dann kannst du auch ein Senfglas ohne Probleme ficken. Aber wir haben jetzt lang genug rumgeredet. Länger kann ich mich wohl nicht vor dem Song drücken. Und wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Los geht's. Okay, den haben wir eben schon gesehen, den Song. Wisst ihr, Leute, genau ich den. Frag mich ehrlich gesagt, von welcher Marke dieser Pulli ist. Daher der Joke. Ich komme einfach nicht drauf. Es ist Siaga, klar. Denkt ihr, mir würde das stehen? Nein. Komm, dreh ne Runde, wir fahren schnell und wir sind so laut. Wir kommen von Zero, mach nie mehr Minus, dein Licht geht auf. Wir kamen von Zero. Jetzt wird's nämlich interessant, da haben wir nämlich eben komplett drauf geschissen in unserer Analyse, auf die Lyrics mal zu achten. Jetzt. Machen nie mehr Minus, ein Licht geht auf. Das ist doch gut. Das ist einfach Herzerweichen. Da muss ich ein bisschen weinen, Leute. Es tut mir leid. Mhm. Solche Sprüche kann man sich einfach tätowieren. Auf den Arm oder auf den auf Rücken. Den Arsch. Oder aufs verfickt nochmal auf den schrumpeligen Sack, Alter. Auf diesen Part, wo dein Arschloch und dein Sack verbindet. Da kann man sich den scheiß Damm tätowieren. Diese Scheiße einfach auf den Damm, Bro. Oder zeig mal. Gesicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich mach später Foto. Ja gut, das vielleicht bitte. Nicht. Ich fahr los mit meinem Bro über uns. Da sieht man's mal wieder, der Junge hat sich kein Stück verändert. Damals noch Bombenpranks, heute werden Rentner mit 150 km/h auf der Landstraße platt gemacht, weil man über Rot fährt. Also ich weiß nicht, ob Rentner auf einer Landstraße laufen sollten. Wie kannst du deiner Oma noch in die Augen sehen? Nein, ich dachte auch, die Rentnerfreunde umgebracht. Nur. Rentner sind doch alle befreundet, oder? Nein. Die sind doch alle... alt. Dankbar für alles, für das, was wir haben, wenn wach, wenn ihr schläft. Check meinen Schmuck und du denkst, das ist eine Antiquität. Eine Antiquität? Die Line habe ich eben auch nicht verstanden, weil das ist keine, also ich bin nicht im Uhrengame drin, aber ich sehe auf jeden Fall, dass es keine Vintage Rolex ist. Die hat er safe einem überfahrenen Rentner geklaut. Ich bin enttäuscht, Apo. Ich bin enttäuscht. Und deine Antiquität Oma auch. Ist doch, wenn was alt ist. Das wäre ja dann eine Sonnenuhr am Arm, wenn da so ein Ding so eine Sonnenuhr. Und der schaut immer so. Bro, wie muss ich... Bro, ey! Er kommt immer zu spät, weil ich das weiß, oh, nicht lese. Bro, es ist gerade kein... Die Sonne ist nicht da. Egal, ich halte einfach hier unter Laterne. Bro, denkst du jetzt auf mich? Ich bin der Waffengott, der ein paar Internet-Dullis ärgert. Selber Problem. Da war der Regen. Ein Planet der Affenwitz wäre wohl zu stumpf, oder? Also ich finde, Waspels Humor ist ein bisschen kindgerecht, so ist, grindet mir nicht ganz rein, sind so sehr vorausschaubare Witze, aber es ist so low-key. Es ist total nett, total nett. Es ist low-key einfach nice und cool animiert, das finde ich ganz nice. Ja. Okay. Aber ich habe auch einen abgefuckten Humor, Digga, weißt du, was ich meine? Das ist das Problem, Alter. Über die Dinge, die ich lache, dafür gehen andere Leute ins Gefängnis. Ja. Was war das für ein dummer Satz? Halt deine Fresse, Rivi. Du bist wirklich das dümmste Stück Scheiße auf ganz Twitch. Halt doch einfach mal dein Maul. Ich rede mit mir selber, sonst keiner es macht. Ich fand's angenehm und schön, was danke. Du sagst. Ja. Ich hör schon auf. Auf dein Planet der Affen! Bro, check das Emblem. Kannst du es sehen? Bin Tage unterwegs. Besser frag dich, wie's mir geht. Hey, Apo. Wie geht's dir? Ich bin ein Rebell. Aber können wir mal kurz darüber reden, dass Apo mit dem Song in den Trends gelandet ist und ich nicht? Ich will auch in die Trends. Dann werde ich endlich reich und... Nein, die Trends sind immer gefährlich, weil die Trends spülen einfach immer nur... Digga, einer schreibt in den Chat, schwarzer Humor.
H-U-M-R. Nicht Humor. Schwarzer Humor. It's schon Lille. Du hast es an der Stelle absolut verstanden, Bro. Schwarzer Humor. So funny. Kecke, kek, kek, weh. Pepega. Lololol. Schreibt mal alle Pepega in den Chat. Ich will sehen, wie der Chat voller Pepega ist. Alter. Ich kann mir die Weltherrschaft. Entschuldigung, das war ein Schlaganfall. Holen. Oder so. Die ganze Stadt brennt, doch mein Eis hält mich kalt. Wie bitte? Die ganze Stadt brennt. Ja, gut, anscheinend hat er doch nicht mit den Bombenpranks aufgehört. Warte, was? Von Range Rover kein Tesla und du siehst auch. Alle Jungs in meiner Stadt sind heute auf Krieg aus. Das habe ich eben auch gesagt. Was, wenn alle Jungs auf Krieg aus sind? Hey. Gar nicht gecheckt worden. Nach diesem Video werde ich höchstwahrscheinlich gefressen. Ich fall doch schon um, wenn die mich anatmen. Vielleicht sollte ich einfach nach Madeira auswandern. Sag was für Bang, 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 besser du bleibst cool. Komm mit der Gang. Sag nichts! Ich wollte sowieso mein Testament schreiben. Aber hey, ich krieg Besuch. Dann machen wir ein gemütliches Kaffeekränzchen und... Nein, du wirst mit dem Totschläger zusammengeschlagen, bis du nicht mehr laufen kannst. Reden über... mich. Mein Leben, mein Film wie im Kino, alles verdient und ja, wir tragen LV. Hübsche Handtaschen, Jungs, stehen euch. Ich bin sowas von tot. Ey, der greift die gleichen Punkte auf wie wir, nur dass wir gesagt haben, Handtaschen sind korrekt bei Männern und die drippen. Ja. Und sie sind praktisch, weil man da seine Buttplugs rein... Zeig dir nicht wieder den Buttplug, bitte. Lass mein es. Mein Arm hat gezuckt. Du hast den nicht ich im spiele, Arm. Ich spiele auch die ganze Zeit damit und frage mich, ob man... Steckt der nicht in deinem Arsch gerade? Ich habe ja mehrere. Ärsche. Das wäre so geil, wenn du einfach so einen Silikonarsch neben dir hast, wo du die ganze Zeit in den Backpack reinsteckst. Ja, und dann kam ich. Was, Bill, der Schlechter, der Schmutz-Content-Creator und Bändiger der Duden oder so. Ich bin einfach der Avatar, aber wir haben das Ende des Songs schon fast erreicht. Ein letztes Mal spielen die lieblichen Klänge des Refrains. Wer ist er? France, und währenddessen zündelt ApoRed mit seiner Gangster-Crew ein bisschen rum. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Alles klar. Dann fahren die noch ein bisschen im Gänsemarsch über die Autobahn und halten Ausschau nach weiteren Rentnern, die man umfahren könnte. Wer am meisten erwischt, gewinnt. Oh, okay. Oder so. Naja, aber kommen wir jetzt mal zum Fazit. Egal, ob man Apo mag oder nicht, man muss wohl zugeben, dass er sich auf jeden Fall weiterentwickelt hat. Safe. Wie ein Pokémon. Ein scheiß Pokémon. Alles klar, Bro. Ja, interessanter Dude. Was will, werde ich weiter mal verfolgen. Cooles Video auf jeden Fall. Brä.